Okay, dann mache ich mal mein anderes Unterfangen kurz weiter, bevor wir uns dem Problem nochmal widmen. Ist die Tür ist ja immer noch offen. Jetzt, was soll denn das? Welcher Hund steht hier im Weg? Hund? Komm mit. Doch, das bist du. Du gehst jetzt einfach mal hierher und stellst dich mal hier zwischen die Truhen. So. Jetzt gehst du da rein. So, sehr schön. Gut, brauchen wir Mining Well? Die brauchen wir nicht mehr. Mining Well braucht Eisen. Ein Redstone. Paar Stickies, die habe ich. Und doch, das sollte reichen. Ich brauche dich, daraus mache ich dich. Moment, oder vielleicht ist es nur Stone, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall dich brauche ich noch. So, dann wäre das theoretisch so, aber ich vermute mal, wir brauchen doch ein Eisenteil. Ja, schaut nach Eisenteil aus. Da. So, nehmen wir das eben das Eisenteil. Das dahin und... Sehr schön, gut. Dann bräuchte ich jetzt noch einen. Ach ne, ich habe gar keinen mehr, gell? Ach, ja Mist. Oder habe ich noch? Ne, der wäre ja dann so drin. Ne, habe ich nicht. Dann brauche ich halt nochmal ein Redstone. Glas habe ich ja. Holz habe ich auch. Dann brauche ich jetzt nämlich einen Piston und einen Redstone Engine. Erstmal einen Piston. So, den dahin. Den dahin. Oder was andersrum? Ich weiß gerade nicht. So, Piston. Ach, für Redstone Engine brauche ich ja. Ach, nicht. Ach, so viel brauche ich nicht. Brauche ich ja nochmal zwei von denen hier. So, die muss ich ja da und dahin platzieren. Also dahin platzieren. Und dann brauche ich jetzt da oben noch Holz drauf. Sehr schön. Gut. Dann nehmen wir noch einen Hebel mit und dann haben wir es eigentlich. Meine kleine Ausstattung. Halt, nehme ich die Karte mit, damit ich weiß, wo ich ungefähr hin muss. So, dann machen wir das jetzt mal. Oh, ein Hühnchen. Mit einem Ei. Gib mal das Ei her. Ihr wächst noch fröhlich. Da kann ich euch noch nicht abernten. So, und jetzt die Frage, wohin muss ich? Es war weiter da drüben, bei diesen Wasserflecken. Ach, das. Ah, das sind die Wasserflecken. Okay, mal schauen. Ich war ungefähr irgendwo hier in der Nähe was. Ich gehe mal einfach ein bisschen weiter da drüben, weil da war ja mehr Lava. So, ich glaube, ich bin jetzt sowieso schon zu weit. Ungefähr hier wird es sein. Ich stelle es jetzt einfach mal hier hin. Ach, eine Kiste hätte ich machen können. Muss ich eigentlich fast. Ne, muss ich machen. Ach, verdammt. So, und dann hier so. Und jetzt brauche ich. Ich brauche eine Kiste. Ach, was soll's, machen wir es schnell hier. Jetzt mal zu faul zurückzulaufen. Ach ja, Versionswechsel. So, und dann eine Kiste sollte eigentlich reichen, weil es ja bloß ein Mining Well. So. Es braucht aber kein Rohr, oder? Das füllt direkt hier rein. Oder? Wieso gehst du nicht? Hallo? 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 Sollte funktionieren, oder? Was mit Buildcraft heute los? Ich glaube, mit Buildcraft mache ich heute nichts. Das ist irgendwie verpackt. Ist aber seltsam. Dann lassen wir das mal und wir tun was anderes. Lass uns mal stehen. Und geh mal zurück. Der Kran fährt sich nicht aus. Das Redstone-Teil will nicht anspringen. Also, heute ist echt der Wurm drin. War ich das? Ja, wie habe ich das denn gekriegt? Ach so, vor meinem netten Durchschuss da unten habe ich hier alles eins runtergesetzt. Ah, okay. Das würde ich einiges erklären. So, Männchen, da muss ich mal kurz die Musik wechseln. Was ist denn?
was sich Parsi nochmal wieder aufregt, obwohl er wird sich jetzt, egal bei welchem Lied, aufregen. Ja, das werde ich noch ändern, hatte bis jetzt bloß keine Zeit dazu. So, dann packen wir den Klump wieder hier rein, das da rein, das da, obwohl nee, das Fleisch, das kommt ja auch hinter, das kommt aber da rein, das auch. So, das eine Ei, das behalte ich jetzt, ach nee, das stecke ich jetzt in die Truhe rein. So, und hier lecker, lecker Gammelfleisch. Und dann könnten wir eigentlich, wenn wir jetzt, nicht mit Buildcraft weitermachen können, machen wir eben mit unserem Reaktor weiter. Jetzt noch die Frage, wie, wir brauchen eine Reaktorkammer, das sind Reaktionskammer, das da. Ach, verdammt. Reaktionskammer. Advanced Alloy, Machine Block und die Teile hier. Advanced Alloy, Machine Block. Ah, das habe ich noch. Machine Block habe ich, glaube ich, gerade nicht. Und euch brauche ich dann alle. Weil ich brauche jetzt brauch zwei Reaktionskammern. Machine Block, da machen wir gleich zwei, wenn wir gerade dabei sind. Halt, das kann ich eigentlich wieder wegtun, das brauche ich gerade nicht. So. Übersetzt das in die Mitte. In die Ecken die Alloys. Und dann hier oben drauf und an den Seiten die Teile hier. Eine Reaktionskammer. Und das gleiche Spiel nochmal. Dann hätte ich die zweite Reaktionskammer. Sehr schön. Okay, wie geht es dann weiter? Das war die Reaktionskammer, dann brauche ich den Atomreaktor selber. Das sind die beiden und ein Generator, wieder vier Advanced Alloys und zwei Schaltkreise. Verbessert er auch noch. Okay, packen wir das mal kurz weg. Duck, duck. Ach, das kann man sogar stacken. Sehr schön, dann brauche ich kurz zwei Schaltkreise. Eins, zwei von denen und... Ach, ich brauche sowieso noch mehr. Ich brauche das da. Und noch mehr von dem. Das habe ich hier. Brauche ich euch oder euch? Sonst hätte ich. So, mit neuen Kupferkabel kommt man nicht weit. Zumindest wenn man ein Ding bauen will. Zwei Schaltkreise. Ach. So, so. Dann haben wir das so und... Das wisst ihr inzwischen alle, wie das geht. Das könnt ihr bestimmt schon im Schlaf. Huch. Bloß das hier eher weniger. Wie war das jetzt nochmal? So. So. Und so. Genau. Bin mir da irgendwie nie sicher. Auch wenn ich es meistens dann auf Anhieb hinkriege. So und so. Dann habe ich schon mal zwei. Dann hätte ich das eigentlich... die anderen Teile gleich behalten können. Da dann. Dann kann ich es eigentlich direkt bauen. Halt, einen Generator brauche ich noch. Habe ich noch einen Generator hier rumliegen? Ein Eisenofen. Nein, das ist nicht wirklich ein Generator. Aber mit dem Eisenofen kann ich einen Generator machen. Oder? Doch, mit dem Eisenofen kann ich einen Generator machen. Brauche ich aber jetzt noch eine Batterie. Und dazu brauche ich Zinn. Oder habe ich gerade eine Batterie? Oh, ich habe sogar eine leere Batterie drin. Eine leere Batterie, einen Eisenofen und dann ging das, glaube ich, so. Das ist die andere Möglichkeit, einen Generator zu machen. Sehr schön. Generator. Reaktionskammer. Oh, es wird Zeit. Wir kriegen unseren Atomreaktor. Yay! Atomreaktor. Give it to me. Gut, dann stationieren wir dich mal hier zwischen. Und Moment, dann brauche ich noch einen zweiten Kompressor. Für das, was ich vorhab, für das Kühlsystem. Und dazu werde ich noch mal einen Schaltkreis brauchen. Ich habe mich gerade gewundert, warum nichts rauskommt, aber ich habe ja einen damit den noch gar nicht gefüllt. So, einen zweiten Schaltkreis, dann brauche ich, glaube ich, doch, ich brauche einen Maschinenblock. Einen Maschinenblock. Und dann brauche ich Stein. So, Stein. Der Maschinenblock und der Schaltkreis und dann habe ich einen zweiten Kompressor. Gut. Dann hätte ich das auch schon mal. Achso, das Kühlsystem kann ich gar nicht aufbauen, weil das funktioniert mit Buildcraft.
Sprich, das muss ich auf später verschieben, weil das funktioniert ja heute irgendwie nicht, warum auch immer. Gut, dann kommt das dahin, das machen wir so zusammen kurz. Das Kupfer dahin, das dahin, die Advanced Alloys, die kann ich eigentlich jetzt wieder hier behalten. Gummi wieder da hoch, die Kabel dahin. Eisen hier in die Truhe, na toll. Und das Glas kann natürlich wieder da rein. So, achso, und das Stein hier und Cobbles behalte ich jetzt mal. Okay, dann legen wir uns kurz schlafen. Mal wieder gute Nacht. So. Dann könnte ich eigentlich. Moment, wie weit waren wir eigentlich da hinten? Mal Schwert gezückt, wer weiß, was hier rumläuft. Ich glaube, da waren wir nicht so weit. Da haben wir bloß diesen netten Boden hier reingezimmert. Netter Boden. Wow! Gleich zwei Skelette, jetzt geht's aber los hier. Und noch ein Creeper. Jetzt. So. Will sonst noch jemand? Wenn ich gerade so fröhlich dabei bin. Okay, dann hätte ich hier schon mal. Naja, ein Grundriss. Hä? Ich weiß gar nicht, wie groß muss es denn sein? Ich brauche. Habe ich irgendwas? Kobbel. Naja, was weiß ich, nehme halt Kobbel. Nee, wie machen wir das? Machen wir hier das Kühlsystem. Brauche ich auf jeden Fall eine Wasserstelle? Brauche ich hier eine Wasserstelle und dann hier noch eine zweite? Oder machen wir es? Ach, machen wir es ziemlich dicht aufeinander. Brauche ich hier noch eine zweite Wasserstelle? Dann kommen hier die Kompressoren in die Mitte, die dann zu einer mittleren. Oh, verdammt, ich brauche noch einen dritten Kompressor. Also normalerweise kommt dann. Also hier kommt dann Wasser rein, dann kommt hier eine Pumpe. Achso, da hinten kommt auch noch eine Pumpe. Hier auch, also jeweils drüber natürlich. Und hier der Kompressor, das gleiche hier auch. Dadurch, dass die Pumpen, die fördern Wasser in den Kompressor und der Kompressor macht das Ganze zu Schneebällen. Die Schneebälle sollen dann eigentlich wieder mit Rohren zu einem Kompressor, was vermutlich hierher geführt werden, und wenn man Schneebälle in den Kompressor tut, dann bekommt man Eis, und das Eis, das kommt dann, das schickt dann das Ganze in den Reaktor. Das ist die Frage. Dann habe ich das eigentlich schon fast zu groß gemacht, wenn ich hier dann in den Reaktor will. Moment, sollen wir kurz das ein. Moment, wenn ich dann. Das ist nur die Frage, wie es platztechnisch läuft. Dann hier und dann kann ich eigentlich hier direkt den Reaktor bauen. Moment. Dann könnte ich eigentlich gleich mal den Stein holen. Also den harten Stein. Zur Sicherung. Mal schauen, wie das dann läuft. Theoretisch kann ich dann auch den Rest auch holen. Wo ist denn das hier? Zum Aufsprühen. Halt, dann brauche ich. Ach Gott. Scaffold brauche ich doch und demnach auch. Und. Schneeweißer harter Stein, der war hier. Harter Stein, irgendwie recht wenig. Machen wir nochmal einen Stack vielleicht. Advanced Alloys sind ja inzwischen hier. Wie war das nochmal? Das in die Mitte und das außen rum. Genau. Dann habe ich wieder einen halben Stack mehr. Gut, dann stellen wir kurz das weg, bevor ich hier Blödsinn anstelle. Und dann könnte ich den Stein hier mal nehmen. So, jetzt mal kurz überlegen. Hier kommt der Kompressor hin, dann kommt hier die Leitung hin, dann mache ich das am besten von unten, sprich. Die Leitungen gehen hier so von unten rein. Dann kommt hier sozusagen der Reaktor drauf. Dann habe ich hier, mache hier meinen kleinen Zugang von der Seite, kommt also hier das Rohr rein, hier ist der Reaktor. Dann machen wir den hier so schön dicht. Und dann brauche ich theoretisch noch einen Strom raus. Ach, den machen wir dann oben rum. So. Du. Jetzt so.
Strom machen wir oben rum raus. Sprich, will ich den hier ra. Ne, machen wir den dahin. So, jetzt müsste ich halt nochmal ganz hoch. Moment. Den machen wir dann einfach so hier rum, um die Ecke raus. Der führt dann hier rüber. Und genau, dann kommt es in einen kleinen Stromkasten und der sollte dann das hier betreiben können, hoffe ich jetzt mal.